Hallo zusammen, ich wieder aus dem heimischen Garten, jetzt bei dem zweiten Video für diesen Tag. Und wie ich schon angekündigt hatte, geht es jetzt um das Bark River Kalahari Mini. Der Bed, Green Man, ist übrigens vom nordischen Handwerk, wenn ich mich richtig entsinne, und gefällt mir wahnsinnig gut. Passt, wie ich finde, auch schön zu diesem Messer, da ich, wenn möglich, auch sehr gerne im Wald unterwegs bin. Aber jetzt mal zum Messer an sich. Das Kalahari Mini hat einen A2-Stahl. Wie man sieht, hat der eine total geile Patina angenommen. Stehe ich ja echt voll drauf. Schwarze Mikata Scales, auch hinten wieder mit Lanyard. Auch, wie ich denke, Edelstahl-Pins, die hier verbaut worden sind. Handlage, auch wieder echt wunderbar. Zwar etwas kleiner als meine sonstigen Messergriffe, aber ich finde, man kann damit super arbeiten. Wir haben hier eine Klingenstärke von gemessenen 3 mm, eine Gesamtlänge von 19,6 cm, wobei 9,4 cm auf die Klinge entfallen. Auch hier natürlich wieder Bark River typisch, der ballige Anschliff. Wie gesagt, mein Liebster überhaupt. Und jetzt auch mal wieder einen Blick auf die Scheide. Wir haben hier auch wieder Rinderkernleder, typisch hier. Mit dem Bark River Logo, wer die fertigt, weiß ich gar nicht. Also der Firmenname dahinter ist mir unbekannt, wenn es Bark River nicht selbst ist. Die Feuerstahlschlaufe ist für Feuerstähle mit 8 mm Durchmesser echt perfekt. Also da fällt nichts raus. Selbst wenn ich hier keinen Griff dran habe, kein Gummi, kein gar nichts. Die Schlaufe sehr solide verarbeitet. Lässt sich sowohl vertikal als auch leicht diagonal tragen. Und dann wollen wir mal schauen, wie dick die Scheide ist. Wir haben hier gemessen eine Gesamtstärke von etwa 10 mm ohne Gürtelschlaufe. Wobei die einzelnen Lagen, ich glaube, man kann es hier ganz gut sehen, so etwa 3 mm betragen, 3 bis 3,5 mm würde ich jetzt mal schätzen. Auch hier die Nähte absolut perfekt. Dazu die Hohlnieten für zusätzliche Stabilität. Und auch hier bin ich wieder mehr als nur begeistert von dem Messer. Ich habe ja nun schon einige Bark River. Eins hat mir ja meine Frau abgeluchst. Auch dazu kommt noch ein Video zum Little Creek. Aber das Kalahari Mini hat mich jetzt echt überzeugt. Dank Schnorres bin ich auch stolzer Besitzer eines Springbok im First Production Run. Also in der Urversion mit 9,6 cm Klingenlänge. Statt der heutigen üblichen, ich glaube 8,6 oder 10,9 beim Springbok 1 und 2. Das Springbok war bisher wirklich mein liebstes EDC und Outdoor Barky. Aber das Kalahari Mini hat diesem echt den Rang abgelaufen. Ich schleppe das jetzt eigentlich als Fixte meiner Freizeit fast nur noch mit mir rum. Klar, für die Arbeit ist es mir etwas zu schade, aber privat, es trägt nicht auf, es ist super angenehm, es ist sehr leicht, sehr führig und ich kann mir kaum was Schöneres wünschen, wenn es jetzt unauffällig und trotzdem funktional sein soll. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen oder auch gut gefallen. Und falls ihr noch weitere Anregungen habt, welches Messer ich mal vorstellen sollte, so meldet euch einfach bei mir. Vielen Dank und einen schönen Sonntag.